bring's mal auf den Punkt. Ich mach den Job hier nur aus Nächstenliebe. So, Anja, Sie sind richtig, die Anzeige ist von mir. Auf eBay Kleinanzeigen? Ich sag ja. Blaue Gartenhotels, Schicher. Ich sag ja. Welche Farbe hatten die? Die haben mich dann gefragt, ja, was soll das sein? Ein attraktiver Wald. Da hab ich gesagt, ja, das ist eh eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Was das bedeuten soll, attraktiv. Da sagen sie, nein, nein, attraktiv, das wissen sie schon, was das heißt, aber was ist ein Wald? Lieber Abasi, mein Bubu, du bist für uns keine fremde Kultur, du bist für uns unser Bubu. Dein Vati kam zwar aus dem Kongo, aber irgendwann muss auch mal gut sein mit der Herkunft. Und lieber Bubu, vor dir müssen wir auch keine Angst haben, weil als einzigster Bubu in der Sparte muss dir ja klar sein, auf wen es zurückfällt, wenn was fehlt. Wir haben ja denn auch gedacht, ja, mit dieser Patientenverfügung, da ist das ja alles klar. Ja, keine lebensverlängerten und alle pipapo. Aber an der ihre Unterschrift haben wir natürlich nicht dran gedacht. Ja, ja, ja. Die hat ja unterschrieben. Aber mit Scarlett O'Hara. Die will dich verarschen, denke ich mir. Ich sag mir, Uwe, es reicht, jetzt verarschst du die einfach mal zurück. Und da habe ich die gefragt, sagen Sie mal, welche Farbe hatten die? Meine Mutter? Ich sag, nein. Nee, die grüne Sitzecke. Und da sagt die Anja, und jetzt haltet euch fest. Gestreift. Wenn ich auf der Westterrasse des Ostflügels meiner nördlichen Sommerresidenz stehe und den südlichen Ausläufer meines Mischwaldes betrachte, dann klingele ich nach meinem Oberförster und verkünde, ich möchte wandern lassen. Hey, ich sag Ihnen, was ich da in den nächsten Stunden an mich im Waldbach abgespult habe, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dramatische Szenen. Ja. Da ging war Stalingrad eine gemeinsame Friedensandacht. Frau Kleefeld, was heißt denn Ihr komplexes Profil? Ich bin ein Mensch und kein Winterreifen. Da sagt die Pappe zu mir, ja, komplexes Profil, das sind Arbeitslose, für denen die Arbeitslosigkeit nicht das einzigste Problem ist. Für die Menschen in Afghanistan ist fair. Der Afghan-Menschen ist wirklich fair, weil unsere Drohnen sind leise, sehr klein, fliegen sehr hoch. So die Taliban-People und die Afghan-Menschen nichts hören, nichts sehen, ohne sterben, aber haben keine Stress. Die Arbeitslosigkeit ist für mich gar kein Problem. Die Pappe hat doch damit ein Problem. Mir geht's gut, ich komm zurecht, die nicht. Die hat noch Arbeit, ich nicht. Die muss ich Sorgen machen, nicht ich. Die hat einen Alarmknopf unterm Schreibtisch, ich nicht. Ich weiß, dass ich kein Messer dabei hab, die nicht. Plötzlich sieg ich da in anderer Bur, ja, wie mit seinem Smartphone ein Selfie macht, wie gerade in einen Ameisenhaufen nebrunst. Ja. Ja, und die Mutter ruft, Emilio Alexander Gustav Freiherr von Grafenberge. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Nicht im Stehen, hock dich hin beim Biesel. Kaum legt die Anja auf, ging der Sturm am Telefon los. Wie groß ist denn die Gartenhortensie? Wo kommt denn die Gartenhortensie her? Wann blüht denn die? Ja, hallo, hier ist der Lutz. Ist der Garten noch da? Ich sag, welcher Garten? Der Garten, den würd ich nehmen. Ja, warum soll ich in dem Garten da Herbstblüher horten? Was? Wieso Herbstblüher horten? Na, weil sie doch schreiben, Hortensie, Herbstblüher. Letztens hat sie im Krankenhaus ihren Karl-Heinz wieder gesehen. Ja? Ihren Karl-Heinz, ihren Mann, der ist seit 30 Jahren tot. Ja, Leberzirrhose. Ein Trinker vorm Herrn. Ja. Aber letztens war halt der Krankenhausclown auf Station, ja, so von wegen neue Lebensfreude bringen und so, ja. So, und da beugt er sich zu ihr runter an ihrem Bett mit dieser roten Nase, ja. Und meine Schwiegerin sagt, Karl-Heinz, bist du es wirklich? Sie, der Krankenhausclown, hat gesagt, lächelnde Gesichter, das kennt er, ja, aber Zungkuss, das wäre neu für ihn.